Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hoch Sauerland Gaming. Ja, wie im letzten Video schon angekündigt, sind wir jetzt hier auf dem besten Weg für unsere Schweine. Ja, wir haben das große Feld jetzt gesät, haben aber noch ein Feld vor uns, wo unsere Sonnenblume, die wir da geerntet haben, dort werde ich jetzt auch noch einmal nochmal Mais ansäen, weil wir für die Schweine noch Mais benötigen. Und weil, können auch den Mais noch sehr gut hier lagern. Ob zum Verkauf oder für unsere Schweine, das werden wir natürlich dann sehen, wie viel Bedarf wir da dann haben werden. So, dann füllen wir einmal unsere Sämaschine wieder auf. 40% Dünger sollte eigentlich noch reichen für das letzte große Feld, was wir hier noch haben. Da fahre ich jetzt einmal hin. Muss ich erst einmal hier unsere Anzeige wieder anmachen. Weil unser Helfer wird, denke ich mal, auch jetzt fertig sein mit Grubbern. Ich habe in dieser Folge etwas richtig Großes vor, was wir jetzt hier auf der Farm machen werden. So, dann lassen wir hier jetzt unseren Helfer einmal unseren Mais noch ansäen. Würden wir auch noch benötigen. Ich weiß aber nicht, ob es noch in dieser Folge ist. Ihn hier werden wir natürlich jetzt gleich starten und hier unsere ersten Bäume hinlegen, um zum Abtransport für unseren LKW bereithalten. Unseren Drescher habe ich jetzt hier stehen gelassen, natürlich mit dem Schneidgebiss für Mais, weil wir jetzt überall hier Mais ansehen. Aber eigentlich, er ist jetzt hier relevant. Wir stehen hier auch gerade im Weg. Ich habe etwas offline weitergespielt. Ich werde jetzt, wollte eigentlich mit einem anderen Anhänger an unsere Dieselproduktion fahren, aber ich werde es jetzt gleich doch aus dem Anhänger hier einmal versuchen, ob ich das hier abladen kann oder ob ich doch dann noch einen anderen Anhänger dafür benötige. Aber es sieht sehr gut aus, dass wir hier abladen können. Und dass jetzt unsere Dieselproduktion hier einmal startet. Wir laden jetzt natürlich hier den kompletten Sattelzug einmal leer. Ich werde natürlich jetzt auch gleich einmal aussteigen und schauen, was hier unsere Dieselproduktion jetzt an Lagerkapazität hat. Oder ob wir dann in der nächsten Runde beim Säen noch einmal Sonnenblume anbauen müssen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt hier sehen wir Sonnenblume 42%, Raps 49%, Diesel gleich 0. Ist ja klar, wir haben das jetzt gerade erst hier reingefüllt. Aber ich denke mal, das sollte jetzt erst einmal reichen, um hier etwas Diesel herzustellen für unsere Fahrzeuge. So, dann würde ich sagen, bringen wir auch einmal gleich unseren Grubber weg, weil den benötigen wir jetzt wirklich auch nicht mehr. So, dann machen wir einmal die Rundumleuchte an. Weil unser Fahrzeug hat hier wirklich
extreme Überlänge. Ja, weil wir auch ein sehr großes Anbaugerät hinten dran haben. Ja, den Helfer lassen wir jetzt hier fleißig noch weiter den Mais säen auf dem letzten Feld. Oh, dann schlingeln wir uns einmal. Jetzt würde ich sagen, fahren wir hier gerade durch. Das sollte eigentlich funktionieren. Ohne irgendwelche Hindernisse oder Komplikationen, dass wir hier irgendwo an einem Hügel hängen bleiben. Ach, wer hat denn da wieder den... Gell, hat der Helfer wieder hier den Anhänger hingestellt für unser Holz. Aber auch richtig schön gerade rein in den Weg, so dass auch kein Mensch mehr vorbeikommt. So, dann platzieren wir unseren Grubber jetzt einmal hier. Ja, mit dem Traktor überlege ich gerade, was wir denn ja, jetzt hier einmal dranhängen werden. Oder was wir jetzt benötigen. Als nächstes brauchen wir unsere Düngeranhänger. Nee, ich mache jetzt was anderes. Und zwar muss ich jetzt gerade mal überlegen, wo unser Anhänger ist für unseren Palettenverkauf. Wo habe ich denn den wieder hingestellt? Das ist jetzt natürlich wieder die gute Frage. Wo der sich jetzt hier befindet. Ja, da unten steht er. Weil ich will jetzt einmal schnell ja, unsere Tabakpflanzen hier ja, einmal entleeren, dass die Trigger-Position wieder frei wird, dass unsere Tabakproduktion hier weitergeht. Aber dazu fahre ich einmal hinten rum. Ja, unsere Eierpaletten müssten wir auch mal wegbringen. Da liegt auch schon wieder ganz schön viel. Ich fahre jetzt einfach mal hier rum, weil ich glaube, das ist am einfachsten, ja, hier zu unserer Tabakproduktion zu kommen. Hier stehen auch noch drei Bäume. Die werde ich, denke ich mal, noch ja, wegmachen. Jetzt will ich mal schauen, ob das hier ja, so funktioniert. Das glaube ich nämlich noch nicht. Ja, doch, zwei hat er genommen. Ach, das ist hier echt eine beschissene Situation mit dieser Position hier, wo wir unsere Tabakpflanzen abladen können. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das alles ja, ein bisschen anders gebaut. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch hier, müssen wir hier einfach noch ja, Verbesserungen einbringen. Okay, so, jetzt haben wir alle Tabakpflanzen hier einmal aufgesammelt. Ja, ich werde die Tabakpflanzen aber noch nicht wegbringen, weil das einfach, ja, es lohnt sich nicht hier mit unserem Anhänger das einmal wegzubringen. Deshalb werden wir das einmal hier auch jetzt entladen. Dazu markieren wir einmal die Abladeseite nach rechts und werden jetzt mit Z das einmal hier entladen. Ja, und schon haben wir hier unsere Tabakpflanzen einmal, ja, einmal quasi zwischengelagert. Jetzt muss ich noch mal schnell rüberlaufen. Ich möchte noch mal schnell schauen, was denn jetzt hier noch fehlt, dass hier unsere Tabakproduktion einfach weitergeht. Dazu schauen wir einmal ins Global Company Menü, gucken einmal, wo ist denn hier unsere Tabakproduktion, öffnen einmal die Übersicht, gehen hier drauf.
Ja, es fehlt Wasser und Gerste fehlt natürlich auch. Ja, die Wasser fehlt hier überall, auch im Coca-Cola-Werk. Ich fahre jetzt einfach mal ja ganz dreist hier runter. Lass aber ja den Anhänger lasse ich jetzt mal hier stehen, weil ich hier drüben links mit dem Feld als erstes wieder anfange, weil da natürlich auch unser Drescher steht. Ja, ich hole jetzt einmal unser Wasserfass. Das werde ich jetzt voll machen und ja, unsere Stationen hier befüllen, wo Wasser fehlt. Weil Wasser fehlt ja hier an allen Ecken im Moment. Aber bevor ich jetzt hier losfahre, möchte ich trotzdem noch mal schnell hier bei den Obstbäumen schauen. Füllstand Mist. Ja, es fehlt einfach Mist an jeder Ecke. Es fehlt hier Mist an jeder Ecke. Das habe ich ja auch schon in den anderen Videos gesagt, dass wir hier extrem viel, ja, Mist benötigen. Ja, diese Obstbäume hier habe ich ja auch schon in einem der letzten Videos erklärt. Ist ein gutes Nebeneinkommen, weil wir bei diesen Obstbäumen nicht selber verkaufen müssen, sondern dies geht stündlich automatisch. Wer Interesse an den Obstbäumen hat oder ja, kann mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, dass er dafür Interesse hat. Dann tue ich einmal den Link reinsetzen und dann könnt ihr euch das natürlich runterladen. Ja, unser Wasserfass war gar nicht leer. Wir lassen das jetzt einmal hier voll machen, weil ich habe nämlich vorhin gesehen, das möchte ich euch natürlich hier nicht vorenthalten, einmal ja bei den Kühen reinzuschauen. Und zwar fehlt bei den Kühen nämlich auch hier Wasser. Da werden wir jetzt ja als erstes ja, einmal Wasser ja, entladen. Das ist nämlich gleich hier. Das liegt unmittelbar auf dem Weg für unsere Kühe. Da können wir hier schon mal ein bisschen Wasser loswerden. Ja, da geht ganz schön viel rein, weil wir haben ja auch mittlerweile schon ganz schön viele Kühe. Dann fahren wir jetzt einmal zur Tabakproduktion, um dort einmal noch Wasser reinzumachen. Ja, Gerste fehlt da auch noch. Da muss ich aber dann gleich erstmal schauen, ob wir überhaupt noch Gerste im Lager haben. Das weiß ich nämlich jetzt im Moment gerade nicht. So, dann tun wir jetzt hier einmal auch noch Wasser rein für unsere Tabakproduktion. So, der Trigger ist jetzt auch voll. Ja, dann schauen wir mal gerade rein, wo wir noch. Da muss ich einmal zu aussteigen. Einmal in die Global Company. Einmal reinschauen, ob wir noch irgendwo Wasser benötigen. Bei der Bierproduktion brauchen wir kein Wasser mehr. Käse, da brauchen wir nur Milch. Ich möchte noch einmal ins Coca-Cola-Werk reinschauen. Jawohl, im Coca-Cola-Werk benötigen wir auch noch Wasser. Deshalb würde ich sagen, machen wir das Wasser, ja, den Wasserauflieger noch mal voll mit Wasser und fahren noch mal ins Coca-Cola-Werk, um dort auch noch mal einen ganzen Tankzug abzuladen
für unsere Wasserherstellung. So, den lassen wir jetzt einmal auffüllen. Ja, hier Futter müssen wir jetzt auch gleich holen. Oder das können wir eigentlich auch jetzt sofort machen. Fahre ich einmal runter zu unserer Futtermischanlage, wo unser Futter für die Kühe hergestellt wird. Weil dort nämlich der Füllstand auch ziemlich niedrig ist. Und machen den jetzt hier einmal voll mit Mischration. Ja, unsere Kühe werden es uns danken mit der guten Milch, die hier abgegeben wird. So, dann laden wir das Ganze gleich hier ab. Und wenn wir das hier abgeladen haben, schauen wir auch einmal ins Menü rein, was wir jetzt bei den Kühen noch benötigen. Ja, es ist wahrhaftig der ganze Futtermischwagen reingegangen. Unsere Schafe brauchen Gras und Heu. Aber die Schafe sind jetzt hier gerade unrelevant. Mischration, ja, werden wir noch einen Wagen holen. Gras benötigen wir noch. Heu oder Silage. Ja, den Heuanhänger habe ich ja voll hier deponiert, wo meine anderen Fahrzeuge stehen. Aber das Heu oder Stroh tue ich natürlich im Moment noch mit dem Streuwagen einstreuen, weil ich ja noch einige Strohballen hier liegen habe. Die müssen natürlich erst noch aufgebraucht werden, bevor ich dann nur noch mit dem Sammelwagen hier arbeiten werde. So, machen wir den Futtermischwagen nochmal voll. Ja, Gras benötigen wir hier für die Kühe und auch für unsere Schafe. Dazu brauchen wir noch einen zweiten Sammelwagen. Ich muss mal gerade schauen, ob ich den schon gekauft habe oder noch nicht, weil ich möchte einen mit Stroh und einen mit Gras verlassen. Ja, es geht noch ein ganzer Wagen hier rein. Aber ich hole jetzt keinen weiter mehr, weil das sollte jetzt einfach mal hier reichen. Ja, sauber machen müssen wir dann gleich erst. Oh, ich hoffe, das reicht noch vom Saatgut her. Wenn nicht, müssen wir gleich noch einmal welches holen. Ja, unser Wassertank ist mittlerweile voll. Wir fahren jetzt einmal rüber zum Coca-Cola-Werk. Um dort unsere Produktion auch weiter aufrecht zu erhalten. So, dann werden wir hier, ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Das ist jetzt natürlich der super klassische Vorführeffekt, dass hier unser Trailer einmal hängen bleibt. Aber vielleicht kriege ich den doch noch hier, ja, kriege ich auch noch runtergezogen.
da werde ich natürlich auch noch ja unsere Landschaft hier etwas erhöhen. Warum können wir jetzt hier nicht weiterfahren? Ja, geht hier einfach nicht weiter. Das liegt wahrscheinlich, ja, jetzt bin ich auch hier richtig schön in die Paletten reingefahren. Oh, Leute, was ist das denn für eine Aufnahme heute? Ja, die Cola-Sachen müssen wir natürlich auch noch ja, dann verkaufen, wenn es dann soweit ist. So, warum lässt sich jetzt hier unser ja, Trigger nicht entladen? Da muss ich einmal gerade ja, mit hier rumschauen. Ach, ich bin auch lustig. Ich stehe im völlig falschen Werk. Ja, ich stehe hier in der Käseproduktion. Unser Cola-Werk ist natürlich eine Position weiter. Ja, man sieht, ich habe lange nicht gespielt. Und schon ist hier ein Durcheinander. Tja, jetzt hängt auch noch unser LKW wieder fest. Ach, das ist heute aber auch hier echt komisch. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt hier noch rauskriege. Ja, ich glaube es aber eher nicht. Ja, meine Fahrkünste sind heute nicht die besten hier. Ja, jetzt haben wir den LKW hier natürlich festgefahren. Okay, nichtsdestotrotz lasse ich den jetzt hier stehen. Das werde ich dann einmal offline weiter versuchen, den da wieder rauszukriegen. Ja, unser Helfer hat hier jetzt ja, kein Saatgut mehr dabei. Das werden wir jetzt einmal holen. Ja, Leute, die Folge ist etwas ja, kurios. Im falschen Werk angefahren. Den LKW auch gleich noch festgefahren. Das sollte so eigentlich heute hier nicht passieren. Aber ja, das ist halt Real Gaming. Ist nichts geschnitten, nichts ja, rausgeschnitten. Das ist einfach so, wie ich es spiele. Und wenn dann halt mal solche Fauxpas passieren, dann seht ihr das natürlich auch. Finde ich auch immer ganz okay. Ich mag es nicht, wenn andere ja, Spieler einfach nur geschnitten werden, wo dann die schlechten Sachen oder diese Fauxpas quasi rausgeschnitten werden, sondern ihr sollt ja auch als Zuschauer einmal sehen, was hier ja, was so passieren kann oder was hier passieren wird, ohne das einmal schön zu reden oder schön zu schneiden, so wie das andere Gamer machen, weil davon halte ich nämlich gar nichts. So, jetzt müssen wir noch die, ich glaube, eine Reihe haben wir noch. Ja, es ist wirklich die letzte Reihe, die wir hier noch haben. Den lassen wir natürlich unseren Helfern noch hier sehen. Ich versuche in der Zeit noch einmal hier unseren ja, LKW wieder herauszubekommen.
Ja, einmal falsch abgebogen und schon war ich hier in der Käserei. Aber irgendwie ja, scheint das doch hier ja, aus dieser Position werde ich wahrscheinlich den LKW, oder schaffen wir es jetzt? Er ist halt auch einfach nur voll beladen. Ja, vielleicht kann ich es versuchen hier einmal. Ja, das scheint zu funktionieren. Wenn ich den einmal versuche, hier links runter zu ziehen. Oder auch nicht. Ja, es ist einfach heute zu Mäusemelken hier. Da könnte ich hier schon wieder ausrasten. Dass bei der Aufnahme hier auch wirklich heute ja nicht das alles so verläuft, wie ich das gerne hätte. Vielleicht versuche ich es jetzt einmal mit Schwung hier unseren Auflieger runterzuziehen. Ich werde das aber jetzt einmal ja abhängen. Bringt jetzt auch nichts in dem Sinne. Ah, jetzt scheint es zu funktionieren. Ja, jetzt habe ich eine freigekriegt. Oh, Leute, sorry für ja für diese Sache. Das war so nicht eingeplant. Hier ist natürlich unser Coca-Cola-Werk. Eine Position weiter. Dort müssen wir das Wasser jetzt einmal hinbringen. Ja, wie nochmal gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich hier jetzt ja, das so vergeigt habe. Aber ja, wir haben es ja nochmal frei bekommen. Tun jetzt einmal hier überladen. Und dazu steige ich sogar noch einmal aus, um zu schauen, ja, wie viel Wasser. Ach, hier sieht man es jetzt auch, wie viel Wasser wir jetzt hier in unser Coca-Cola-Werk einbringen werden. Ja, das wird natürlich nicht reichen, dass wir hier 100% haben. 32% haben wir jetzt hier, ja, im Coca-Cola-Werk. Das sollte aber jetzt ja wieder reichen erstmal, um hier weiterzumachen. Deshalb lasse ich jetzt auch den LKW einmal hier stehen und schaue jetzt einmal weiter hier zu unserem Helfer, der jetzt hier fertig ist. Ja, ich lasse jetzt unsere Zeit hier einmal ja vorspringen. Dass hier unsere Felder jetzt ja, langsam anfangen und wachsen und gedeihen, dass wir hier gleich einmal düngen können. Ja, wir haben auf dem einen Feld, wie ihr ja gesehen habt, Zuckerrüben. Da brauchen wir noch den Zuckerrübenernter, den ich natürlich hier ja mir mieten werde. So, hier lassen wir jetzt unseren ja unsere Sämaschine einmal stehen. So, wir haben jetzt hier drüben schon fleißig, können wir jetzt einmal düngen. Dazu nehmen wir jetzt einmal hier den ja, Düngerstreuer. Hier links übrigens ist der Anhänger oder der Ladewagen mit Stroh, wo ich vorhin angesprochen habe, der hier bereit steht für seinen Einsatz, wenn wir Stroh benötigen.
Ja, hier auf dem Feld sind jetzt die Zuckerrüben. Da, warte mal, jetzt habe ich aber hier gerade was. Du, jetzt habe ich aber gerade was gesehen. Du, jetzt muss ich aber noch mal gerade zurück. Sind denn hier die Schnitzel schon fertig? Nee. Da, das ist hier schlafend die Schnitzel vorm Traktor. Ah, das muss man sich mal überlegen. Hier schlafen einfach unsere Schnitzel. Tja. Da liegen die Schnitzel und schlafen, die wir natürlich noch ja ein bisschen weiter mästen müssen. Jetzt können wir hier einmal ja weiter düngen für unsere Felder. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt offline etwas weiter. Wir sind auch schon wieder an der Zeit angekommen und würde einfach sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.